Hallo? Hallo, 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 weiter geht's mit Zausback, der rektakulären Zerreißprobe. Ich grüße euch ganz herzlich in weiteren Part hier auf meinem wunderbaren Kanal. Und seht ihr da oben? Guck mal hier. Das sind Ersche abgebildet. Einfach nur großartig. Ich kann immer noch wieder reingehen. Na klar, auch gar kein Ding für den knackigen Poking da oben. Leute, letztes Mal haben wir den genmanipulierten Kyle 2 vernascht. Human Kyle 2. Gar kein Ding für den klatschigen King. Und diesmal geht es weiter. Ich glaube, wir müssen ins Rathaus, wie Mysterio. Mysterio, meinte der total geile, kranke Dude. So, keep out, alles Lärchen. Ja, geil. Ich habe schon Angst gehabt, dass das Spiel bald endet. Zum Glück geht es weiter. Hui, Glück gehabt, meine Damen und Herren. Richtig viel Glück. Was? Mitch Connor Victory? Teile hier? Wollt ihr mich komplett vernaschen, ihr kleinen Schokobären? War ich da oben schon? Ja, war ich schon. Zum Rathaus. Ich glaube, es wäre sinnvoll, hier runter zu gehen. Hallo Auto, willst du mich vernaschen? Also wird es hier lang gehen und dann einfach weiter runter. Das ist auf jeden Fall sinnvoller. Was mir noch einfällt, ihr müsst noch die ganzen Missionen machen, mit Plakator und so weiter abgeben, ne? Haben wir immer noch nicht. Und ich rede schon seit 48.000 Parts davon. Das Kranke ist ja auch, wie lang dieses Spiel ist. Bei welchen Parts sind wir? 60? Kurz vor 60? Richtig viel. Wo komme ich jetzt hier raus? Bin ich jetzt hier auf der Seite, wo das Rathaus ist? Hallo, wer bist du denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott, du kannst mich auch Lars nennen. Dankeschön. Ein Krebsmensch. Oh, ein Friedhof. Komm mal her, Junge. War ich schon auf dem Friedhof? Muss ich was machen auf dem Friedhof? Was geht ab auf dem Friedhof? I don't fucking know, but we zerstören alles. Du schaffst das. Ja, ich natürlich schon wieder. Was ist denn los mit dir? Ich bin ein kleiner Zipfelkletscher, ein kleiner Zipfelkletscher. Ich treffe nicht alle mit dem Scheiß. Ja, dann gehen wir kurz rein naschen, ne? Schön rein, Schokobärchen. Das will ich auch sagen. Double damage in your fucking face. Das ist ein gelber Krebsmensch. Und der hat ein D. D für... Oh Mann, bin ich dran? Dauerkrank? I don't know. So, wir können rüber blitzen hier. Deswegen, Tweak, du kleiner Blitzschocker. Dankeschön, mein junger Freund. Tupperdose kommt jetzt, oder? Jetzt kommen sie dir erst dran, der Gelbe. Bleib hier, Kunde, ein Rabatt für dich. Der heilt erstmal. Ich bin dran, okay. Ja, du bist dran, Junge. Was ist denn los mit dir? Wir können doch den hier wegblitzen. Er ist ja down. Schüssi. Du bist der richtige Human Kyle. Dankeschön, Kyle. Der eklige Spucker. Naja. Zeit für die Zopperparty. Wir machen einen Dreher, ne? Ja, komm. Andrea ist immer geil. Geil. Oh yeah. Da ist der zweite schon tot. Das gefällt mir. Achso, den kann ich ja jetzt so wegnaschen, ne? Ja. Brauchen wir gar keinen Krankenflächenschaden. Ich wollte eher Tag noch durchswitchen. Deswegen, egal. Beim nächsten Mal. Bei the next fight, when I denking dran. Ich mit mein gut Englisch. Hier, komm hier. Hol mal Eis ran. Oh, der ist auch weggelaufen hier. Ich leg dich auf Eis. Was denn sonst? Tweak, du kleiner Zipfelklatscher. Wissen Sie Bescheid hier. Schön. Schön, schön, schön. Und hier der Pew-Pew-Laser. Wir sind halt keine Gegner mehr, muss man leider sagen. Standen halt im Weg, deswegen wurden sie zerstört. GG. Ja. Zumindest war es eine gelbe Krabbe. Oh, das ist ein Upgrade? Krustentierchen-Modulator ist ein Upgrade? Ist ein fucking Upgrade? Das wäre not bad. Oh, oh, oh. Krebsliebhaber bin ich auch. Ich liebe Krebse. So, kurz abchecken hier. Inventation. Das ist nicht ein Upgrade. 100, das ist ein 100er. Und das ist ja mit X. Ja, ne. Das ist kein Upgrade, mein junger Freund. So, langsam muss das Kostüm wieder switchen. Deswegen, ich brauche ein neues. So, können wir was Geiles herstellen. Das haben wir schon, das hatten wir auch schon. Hatten wir den schon? Ich glaube nicht. Haben wir den? Ich weiß es nicht. Ich baue ihn einfach mal. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was dieses Craft überhaupt allgemein so geil ist, weil wir jetzt nichts Weltbewegendes dadurch bauen können, muss man leider sagen. Aber ich trotzdem ganz funny. Der Anzug ist auch not bad, not bad. So, gehen wir zurück und hauen uns mal einen neuen Anzug rein hier. Like a fucking Ninja Turtle. Yes, da sieht man unsere kleinen schnuckligen Haare. Wo haben wir den doch schon? Kommt mir doch gerade irgendwie bekannt vor. Hey, müssen die dazu? Ich glaube schon. So, andere Frisur vielleicht. Andere Akzente. Mal kurz hier durchstylen. Die Narbe. Wir nehmen die Narbe. So, Basic Make-up muss auch mal durchgeswidgert werden. Nur die drei Punktlein. Oh. Oh.
Oh, das ist gefährlich hier. Das ist richtig gefährlich, so ein Rabart. Jetzt könnte ich wieder die Eier am Kinn, hatten wir lange leider. Ich nehme mal den hier, ist ganz gut. Die Haare vielleicht mal durchswitchen, irgendwas Neues vielleicht. Die Elvis-Locke, dass wir irgend so ein Club-Wix. Ja, komm hier, oh, Akzente setzen. Oh, Akzente setzen, gefällt mir. Haben wir, glaube ich, auch schon mal. Deswegen nehme ich dann lieber doch die Elvis-Locke, das passt. So, einmal durchswitchen, weiter geht's. Ja, wir sehen ganz geil. Können wir eigentlich hier rein? Mal so nebenbei gefragt. Nö, gibt's ja gar nicht. Habe ich eigentlich alles in der Kirche gemacht? Ich war da einmal, aber öfters halt nicht. Vielleicht ist da irgendwas, was ich jetzt erreichen kann. Pfarrer Maxi? Lass dich nicht von der Heldenanbetung vereinnahmen. Gott hasst Götzen. Na dann. Gut, noch ein Selfie. Noch eins. Jesus wohl auch tun. Wir hatten schon eins. Ja gut, eins geht noch, mein junger Freund. Er steht auf kleine Kinder. Wir wissen es, ne? So funktioniert's. So, was haben wir hier? Ah ja, haben wir den Code schon gehabt? Knie nieder vor dem Herrn, okay. Knie nieder. Vor dem Herrn. Danke. Ah, hier waren wir auch schon, genau. Haben wir vielleicht irgendwas hier übersehen? Wenn hier waren wir nur kurz. Man weiß ja nie. Können wir durchswitchen hier. Da ist der Papst abgebildet, da sind Kekse. Irgendwas Tolles übersehen vielleicht. Da ist unser wunderbarer Jesus. Jesus, du bist überall. Ne, ich glaube nicht, wir haben hier alles gemacht. Joa. Schade. Schade. So, gehen wir kurz hier rüber. Hier war auch nichts. Hinter dem Ding war auch nichts, ne? Not. Was war hier nochmal drin? Ja. Genau. Hier haben wir auch, glaube ich, alles gelootet. Gelootet haben wir alles. Müssen wir irgendwas hinhängen. Was war hier nochmal? Okay, das ist das. Ah, ja. Das kennen wir doch alles hier, ne? Das kennen wir doch alles. Oh, der Vetter. Sind wieder vor dem Herrn. Ach genau, da war das Geheimnis von der Kirche. Schön gehütetes Geheimnis von Pfarrer Maxi. Auch nichts zum Hinhängen hier. Vielleicht irgendwie da was zum Gegenwerfen gegen ein Buch. No. Alles durchgedümmert. Nichts hier zum Hinhängen. Hatten wir das? Hatten wir auch. Mann, wir sind zu gut. Wir haben einfach alles entdeckt. Raus hier. Raus aus der Kirche. Den Scheiß brauchen wir nicht. Lieber Damen anfurzen, weil das ist ziemlich geil. So, Polizeistation waren wir auch über. Ich glaube, wir sind immer noch falsch. Wir müssen einmal über die Straße und einmal einen runter, um zum Rathaus zu kommen. Genau. Da ist die City Hall. Sollten wir zum Rathaus oder sollten wir zum Gemeindezentrum? Ich check mal kurz die Lage. Wir sollten zum Rathaus. Fuck, my fucking fuck. Wieder zurück. Hihihihi. Ich bin so klug. Ich bin so schlau. Ich bin der Lars und spiele South Park. So, hier rüber. Madame anfurzen. Anale. Konzentration ist vorhanden, deswegen können wir weiter rangehen. Und yeah! Oh. Woohoo! Gewonnen, Bitches! Gewonnen! Yeah! Yeah! Randy? Du als mein bester Freund? Der Bürgermeister! Der krempelt den Laden um! Yeah! Oh. Das ganze Rathaus ist eine einzige Festung. Wie kann Cartman das machen? Er kann machen, was er will. Er ist Bürgermeister. Seht, am Fenster. Fickt euch, Leute. Ich werde total viele Gesetze erlassen und euch total in den Arsch ficken. Oh nein! Vorbei, das war's. Aber das darf's nicht gewesen sein. Das war's, Kyle. Dank Wunderarsch ist Cartman Bürgermeister und keiner kann uns mehr retten. Sag mal, geht's noch? Neuer, kommen! Wer ist das? Das ist bestimmt Morgan Freeman. Neuer, es gab eine Zeitverschiebungsanomalie. Ich vermute, sie kam aus deinem Arsch. Komm zum Taco-Laden. Wir müssen das beheben. Ihr habt's gehört. Alle Freedom Pals kommen sofort zu Freemans Tacos. Jo, alles Klärchen. Jetzt wissen wir auch, wieso die Polizei böse geworden ist. Ja, alles gut. Wir hatten ja einmal den Bug. Von wegen, dass wir einmal gegen Polizei gekämpft haben. Und jetzt wissen wir, wieso. Deswegen. Weil die werden später gegen uns kämpfen, wegen Mitch Connor.
Und dem Kuhn. Ich will irgendwie alle Läden durchsuchen, weil ich glaube, ich will unbedingt dieses Scheiße endlich hier beheben. Beziehungsweise endlich... Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Kundum der alte Gladiator. Your special Abstimmung für Missionsgegenstand. Kaufen. Falls das nicht funktioniert, kannst du immer noch die Treppe runterfallen. Ach, danke schön. Das hört sich doch gut an. Triff weiter so gute Lebensentscheidungen. Jetzt darf ich trotzdem nicht da rein. Es ist ein Questgegenstand. Du bist nicht der erste Promi hier, Verbrechensbekämpfer. Triff weiter so gute Lebensentscheidungen. Mach ich, Bitch. Irgendwas müssen wir später damit noch machen. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Ja, ich bin das Superstinktier, ich weiß. Also bleib ruhig. Das war hier dieser komische andere Dude hier. Mr. Instinct, oder wie heißt er? Ne, Mr. irgendwas anderes. Der total, der sinnlose Superheld. Man kennt ihn. Du wünschst wohl, du hättest dein großes Arschloch nie aufgemacht. Haben wir den schon Zeffi gemacht? Haben wir nicht. Jack Brolin. Geile Scheiße. Ich behalte dich im Auge, Selbstjustizler. Oh, Level Upgrade. Was ist da? Oha, wir haben kalte Pizzakarton von irgendeinem Scheiß übersehen. Verdammte Scheiße. Das gibt's ja gar nicht. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Hinweise oder so seht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich gehe es natürlich dann an. So wie es sein muss. War hier noch irgendwas Krasses, was ich übersehen habe? Diese neuen Freedom Pearls klingen wie ein äußerst fähiges Superhelden-Team. Der furzende Selbstjustizler nervt. Fick dich. Oh nee. Ja, ach doch. Du kleiner Pedo-Schlingel. Eieiei, will der mich einfach fertig machen, der alte kleine zipfelklatschende Superklatscher. So, das war hier die Mobile Shop, war ja die Krebsmenschen, haben wir ja besiegt. Haben wir irgendwie noch was hier? An dir gibt es jetzt hier keine Krebsmenschen mehr. Ja, gut, ja. So, das Kind, das uns gerettet hat, ist also ein Selfie-Freak. Hatte ich mit denen schon Selfie gemacht? Habe ich schon, okay. Hier ist die Mom. Weißt du, wie ich SMS verstecken und Anrufe löschen kann? Eine Freundin will das wissen. Natürlich. Oder nicht. Mit Mrs. Stevens habe ich noch kein Foto gemacht. Unglaublich. Ich werde dir definitiv auf Kunstagram folgen. Dankeschön. Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Auch schon gemacht. Der will immer noch, dass ich diesen komischen, mega kranken, super teuren Vertrag mir gönne. Ich hab neues Zubehör. Was hat denn der hier Neues? Artefakt. Okama Traumbox. Okay. Brauche ich nicht. Hat 100, ist glaube ich genau gleichwertig wie ich hatte mal 100 schon, deswegen passt es so. Da ist der Demobile-Fucking-Vertrag für 30. Ich habe genug. Ich kaufe mir mal. Ist der Missionsgegenstand, komm. Du Held ist echt immer weiter, Held. Mal schauen, was passiert. Nochmals danke für alles, Held. Bitte, Bro. Nochmals danke für alles, Held. Mir fehlen diese Krebsmenschen. Die wissen, wie man Produkte pusht. Klar, behalt deinen Vertrag, wenn dich verpasste Anrufe und ein lahmer Datentransfer nicht stören. Ich hab mir doch jetzt den... Jetzt, wo diese Krebsverkäufer weg sind, werde ich vielleicht endlich Mitarbeiter des Monats. Was kann ich denn jetzt machen mit diesem... Danke fürs Vorbeischauen. Ich habe jetzt diesen fucking Vertrag, also jetzt mach damit irgendwas, ihr kleinen Bitches. Der Krebsmenschengeruch hängt immer noch in der Luft. Es war ein Missionsgegenstand. Weißt du, wie ich SMS verstecken und Anrufe löschen kann? Eine Freundin will das wissen. Hm. Die habe ich auch schon gemacht, ne? Doch nicht, mit David habe ich noch nicht, mit Mr. Dave. Oder durfte ich erst mit ihm... Super, klasse! Ach, kann es sein, dass ich erst mit ihm Foto machen konnte, als ich mir den Vertrag gekauft habe, ne, für 30. Das kann natürlich sein. Oder, warte, ich check mal kurz. Dank dir gibt es jetzt hier keine Krebsmenschen mehr. Ich glaube nicht, dass ich mit irgendwas machen kann. Aber sonst hat es nichts gebracht, dieser Missionsgegenstand. Ich bin gespannt, vielleicht irgendwie später noch. Wir werden es sehen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. So, umhauen die Tüte, geil. Was war hier denn nochmal? Ich gehe mal kurz eben nochmal alles durch. Weil wir schon sehr, sehr lange nicht mehr in den ganzen hier drin waren. Halt meine Tochter aus deinen Furzgeschichten raus. Sowas sehen die Elite-Unis nicht gerne. Noch eins? Warum nicht? Ach, wir hatten schon eins, deswegen. Tschüssi. Das war denn hier, durfte ich da rein? Das war hier oben, genau. Hier ist gesperrt. Konnte man da irgendwas, kann ich irgendwas mitmachen?
Nee. Ah, guck mal hier, Jungs. Weißt du? Genau deswegen musste man die Sachen alle nochmal abgehen. Weil irgendwo sind Sachen, die man noch benutzen kann. Übereinstimmung. So, da oben drauf. Hier ist das Crack Baby Basketball, ne? Crack Baby Basketball Gedöns. Genau, so war das hier. Sand Blaster kommt. Mr. Stan. Dankeschön, Toolset. Schieb's mir rein, geile Scheiße. Ja! Oh, ist ein Geldsäckchen rausgeklatscht. Vielleicht können wir diesen Geldsäckchen irgendwie was aufmachen. Diese Kiste da hinten vielleicht, diese mysteriöse. Oh, Aktenkofferschlüssel und gesprungene Berater ist hier am Start. Aber das Problem ist bloß, der ist nicht ganz so geil. So, was ist jetzt in dem Aktenkoffer drin? In dem Aktenkoffer. Crack Baby Zorn DNA. Oh, 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 oh. Das hört sich sehr sportlich und sehr genussvoll an. So, wo ist er denn hier? DNS von einem besonders athletischen Exemplar. 50 Hirn minus alles plus das ist natürlich total. Es ist verrückt, aber kacke. Verrückte Kacke. Kennen wir ja, ne? So, was haben wir jetzt hier neu? Also, das ist 100. Ist halt alles 100, ne? Alles 100. Das brauche ich auch nicht. Schade. Wo ist denn hier? Da ist 95. Ich habe überall 100. Das brauche ich nicht. Charakterbogen haben wir gerade eben. Influencer-Gedöns upgraded. Da auf Stufe 8 sind wir am Start. Das ist ganz geil und ziemlich sexy, lecker, süß. Aber sonst, das hätte mir jetzt auch nicht geholfen. Ne? Ich meine, Artefakt, eine DNA und so zu bekommen, DNS, Entschuldigung, ist ganz geil, aber es pusht mich jetzt auch nicht des Todes. Ah, schade. Ich dachte, ich könnte echt dieses Poster-Scheiß hier abschließen. Aber wir können die ganzen Questgegenstände und so weiter kaufen, die werden wir hoffentlich später brauchen, weil ich versuche ja 100% zu bekommen von dem Spiel, wenn es überhaupt noch geht. So, hier ist David wieder am Start. Man ist nie zu jung, um was an sich machen zu lassen. Ach genau, muss ich noch hier... Ah, hier durfte ich rein, okay. Hatte ich mir das gekauft? Scheinbar schon. Oder Barbara Streisand. Scheinbar habe ich mir das schon gekauft mit dem, mit der Schönheits-OP. Haben wir irgendwas noch, was wir irgendwie machen können? Nee. Schade. Ich darf weder für reden noch atmen. Juckt es hier drin oder ist das nur mein Gesicht? Das ist nur ein Gesicht, du bist einfach nur hässlich. Interesse an neuen Artikeln? Heute Morgen erst vom Laster gefallen. Sehr schön. Dankeschön. Nee. Nix. Ja gut, hier sind ein paar Upgrades. Wangenknochen. Das war doch mal eine hübsche Finanztransaktion. Das ist ja mega hässlich. Okay, ciao. Muss erstmal gegönnt werden. Mega hässliche Sachen müssen direkt ins Gesicht geschmiert werden. So, wie es sich gehört. Hm, schön auf alt gemacht. Kann ich den Akzent hier wegmachen? Moment. Jetzt bin ich ein Alter. Ich habe ein Monokel noch. Wo ist denn mein Monokel? Das ist eine Brille, ne? Ach, da. Die Augenklappe passt. Sind wir alt und Ninja-like. Sehr schön. Sonst irgendwas, David? Ist hier noch irgendwas? Hassel? David? David Hasselhoff? Wenn hier etwas ist, um eine Mission zu erfüllen, bitte. Knight Rider, sag es mir. Direkt. Nur eine Bank. Da kommen wir auch erst rein, wo wir das weggepustet haben. Aber hier war auch nichts mehr, glaube ich. Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Du brauchst noch mehr vom süßen Kapitalismus? Packen wir es an. Hm. Sie dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Das Rad sagt Indexfonds. Leerverkaufbonus, tausche diesen Zug bankrott und Investments. Riskant. Ich check mal kurz und ab, was hier abgeht. Auf Gold gestoßen. Not bad. Cashbonus. Du hast einen neuen Job. Tausch Bankrott gegen Geld plus umgekehrt. Bankrott wird zu Gold. Nur diesen Spin, nein. Ziemlich lucky, ne? Ja, bleib stehen. Oh mein Gott, das war knapp. Das war ziemlich knapp. So, einen machen wir noch. Einen Leerlauf. Tausch Bankrott gegen... Nein. Oh Gott. Stopp! Oh, Bankrott. Pech, Kleiner. Weg ist es.
Die dreht sich. Wo sie stoppt, das weiß nur ein Zufallsgenerator. Soja-Termin okay. Fahren. Wir bleiben ruhig. Wir machen das ganz easy. Wir machen das ganz easy jetzt, komm. Ich bin Lucky Lars und Lucky Lars reißt das kurz. Soja-Termin fahren. Nochmal Soja. So ist die Chance bei 2 oder 3 ist die Chance so gering, dass man bankrott wird, aber... Das Rad sagt Indexfonds. Gott sei Dank. So, einmal noch. Oh mein Gott. Oh Gott, Gott sei Dank. Ich muss ja bis oben hin auf 700, ne? Habe ich eigentlich so viel Geld bekommen oder habe ich so viel, weil ich dadurch mal gewonnen hatte? Oder wie war das? Auf Gold gestoßen. Gott sei Dank. So, 1, 2, 3, 4, 5. Was ist das? Beenden? Bin ja nix hier. Scheißegal, Leute. Mal ist noch einmal mehr rausgehauen. Lucky Lars, komm. Müssen einmal jetzt noch gewinnen, haben wir es geschafft. Deine Ökonomie Gott. Holy shit, du hast einen neuen ökonomische Stufe erreicht. Geile Scheiße. Weitermachen? Muss ich wieder drehen. Okay, bin ich jetzt reich genug für ihn? Ich mache nur Selfies mit stinkreichen Leuten. Muss das Spiel noch öfter spielen. Habe ich jetzt natürlich durch Geld bekommen eigentlich mal so gefragt? In die Runde? Scheinbar nicht. Fähiges Superhelden-Team. Durch dich wird die Welt ein wenig besser, kleiner Held. Habe ich schon gemacht mit dir ein Selfie? Scheinbar nicht. Miss Tucker ist am Start. Da ist sie ja, Madame. Hallöchen. Okay, zurück zur Wirklichkeit. Aber sonst... Was war da? Du willst noch mehr? Bereit, achso, ich kann auch von hinten quasi spielen. Ja, ich muss da weiter zocken, aber jetzt keinen Bock drauf. Habe ich zweimal gemacht. Ich habe wieder gewonnen. Gar kein Ding für den King hier. Ich will eigentlich... Hier ist auch nichts mehr, ne? Nö. Mülleimer. Das war's. Schade, schade. Wir gehen noch kurz hier rein. Weil dann sind wir auch bei Tacos. Waren wir ja nicht schon drin? Ich kann mich gerade total gar nicht an diesen Laden erinnern. War ich überhaupt schon drin? Oder? Sieh dir die neuen Sachen an, bevor die alten sie beschmutzen. Hier gibt's Kostüme. Cool. Und eine Blitzmaske. Oha. Rezept. Nekrotische Götze. Das ist, glaube ich, nicht besser als meins. Missionsgegenstand, Mr. Henke, irgendwas. Das beliebte Spielzeug zum Selberbauen. Kaufen wir, warum? Du kannst es jederzeit für einen Bruchteil weiterverkaufen. Ja, aber nur für einen Bruchteil, du kleiner Drecksack. Artefakte, Komponenten. Auch ein Missionsgegenstand. Habe ich doch gekauft gerade. Ja. Ja, dann. Danke fürs Einkaufen, Meister Loppy Seconds. Bitteschön, so, nein, wir waren hier noch nicht im Laden drin. Geil, endlich einen gefunden. Das ist doch geil. Und jetzt ab mit dir. Zum Einkaufen hier selbst, Justizler? Ja, bin ich. Ich bin sehr sparsam, ich weiß. Ich bin ein sparsamer Mensch. So, hier gibt's Schuhe. Der Laden ist voll groß. Nee, hier war ich echt noch nicht. Oder? Ist eine Leiter, oder doch? Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Mir kommt die Leiter gerade eben bekannt vor. Da oben sind Sachen, oder? Sind das Sachen zum Looten oder sind das... Doch, ich... Irgendwie erinnere ich mich gerade an diese Leiter, als hätte ich sie schon mal benutzt. Und irgendwas von oben weggeholt. Ob es hier war, keine Ahnung. Everything is special. Geil. Leute, ich würde mal sagen, das war es dann von diesem kleinen, schnuckligen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, aktiviert die Glocke für mehr. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüssi!